Carradine war im Körper eines Golems gefangen. Dieser Wächter erwies ihm die Gnade, nach der er sich sehnte, befreite ihn und zerstörte den Amboss der Leere. Vor seinem Tod schmiedete Carradine eine Krone für den nächsten König von Orzammar, auserwählt von den Ahnen selbst. Ich würde Orgrin ja gerne glauben, aber es ist wohl bekannt, dass der graue Wächter in Belens Diensten steht. Ruhe! Diese Krone ist das Werk eines Paragon und trägt das alte Siegel des Hauses Orton. Sagt uns, Wächter, auf wen fiel Carradines Wahl? Warum sollte ein Paragon jemandem eine derartige Entscheidung überlassen, der gar nichts über uns weiß? Das ist doch lächerlich! Wir haben in diesen Hallen schon zu lange debattiert. Es ist der Wille des Paragons, dass der graue Wächter die Entscheidung trifft. Endlich. Das Trauerspiel hat ein Ende. Und ich kann meinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron meines Vaters einnehmen. Kennt ihr mich als König an? Ich kann mich einem Paragon nicht widersetzen. Der Thron ist euer, König Belen. Dann lautet mein erster Befehl als König: Lasst diesen Mann hinrichten! Wachen, ergreift ihn! Ihr wisst besser als jeder andere, was für ein Krieg uns erwartet, Wächter. Orzammar kann sich Uneinigkeit nicht leisten. Wer meine Regentschaft unterwandert, dient damit der dunklen Brut. Ich werde im Palast meine Generäle versammeln und unsere Streitkräfte für die Oberfläche bereit machen. Wir sehen uns dort, Wächter. Seid meiner Dankbarkeit für all eure Taten gewiss. Jetzt kann ich euch als Bruder umarmen. Ohne eure Hilfe hätte ich den Thron nicht so leicht und so schnell bekommen. Meine Generäle bereiten bereits einen Kampfeinsatz an der Oberfläche vor. Wenn ihr uns braucht, steht euch jeder kampffähige Zwerg von Orzammar zur Verfügung. Ihr habt mehr geleistet als erwartet. Darum gewähre ich euch zusätzlich noch eine persönliche Belohnung. Das war die Lieblingswaffe meines Bruders Trian. Nehmt sie an euch als Erinnerung an eure Bande mit Orzammar. Ich bin sehr beschäftigt. Wenn sonst nichts anliegt... Ich werde sehen, was ich tun kann. Jetzt muss ich mich um die anderen Bittsteller kümmern. Besucht mich mal wieder. Ihr werdet alle Zeit als Freundin der Könige Orzammars gelten. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Schon gut, schon gut. Ich
aber selbstverständlich. Bei den Ahnen. Sehr gut, Wächter. Ihr kamt zur rechten Zeit. In Zeiten der Verzweiflung neigen die Leute zu seltsamen Handlungsweisen. Nochmals danke, Wächter. Ich kümmere mich darum. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Es ist wunderbar, wieder einen König zu haben. Der Thron wieder besetzt und Legenden zur Ruhe gerettet. Unglaublich. Wer wagt es, die Erinnerungen zu bestehlen? Wächter, ich bin entsetzt. Ein Dieb in der Halle der Bewahrung. Wie tief sind wir gesunken? Ja, er hatte eine Glatze und trug ein gar schreckliches Zeichen auf dem Kopf. Fast so, als wäre er stolz darauf, kastenlos zu sein. Man stelle sich nur vor. Nichts für ungut, Wächter. Er ist jetzt sicher irgendwo in der Stadt des Staubs. Als würde er dort einen Käufer für das gestohlene Buch finden. Die kennen doch seinen Wert gar nicht. Abscheulich. Jemand hat die Halle der Bewahrung bestohlen. So etwas hat es laut Erinnerungen noch nie gegeben. Ja, diese Einstellung haben viele. Es gibt keinen Respekt mehr, kein Verantwortungsbewusstsein. Oh, Verzeihung. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Nicht, dass ich wirklich helfen könnte. Ich kenne die Bibliotheken selbst nicht sehr gut. Ich stelle nur einige Nachforschungen an. Nicht wirklich, aber ich suche Geburtsurkunden des alten Ortenteigs. Er ist bei der letzten Verderbnis gefallen und die Familie meiner Mutter soll mit ihnen verwandt sein. Wenn ich eine Orten bin, heißt das, ich bin eine Adlige. Mir steht ein eigenes Haus zu und ein Sitz in der Versammlung. Unglücklicherweise lägen alle Unterlagen in den Ruinen des Teigs, irgendwo in den tiefen Wegen. Ihr habt sie gefunden? Lasst mal sehen! Das ist der Name meiner Urgroßmutter und ihr Mann. Oh, bei den Ahnen. Sie sind es. Ich bin es. Ich bin eine Ortin. Oh, danke. Ich muss sie sofort zur Versammlung bringen. Dort findet ihr mich. Sobald sie anerkannt sind, gebe ich euch alles, was ihr wollt. Sucht ihr die Unterlagen über die Grauen Wächter? Davon haben wir viel. Sehr beeindruckend, Wächter. König Belens Übernahme des Throns von seinem Vater wurde in den Erinnerungen vermerkt. Aber verzeiht, kennt ihr mich doch nicht halb so gut wie ich euch. Ich bin Sibor, der Bewahrer der Erinnerungen. Kann ich euch noch bei etwas anderem behilflich sein? Was ist das? Eine Liste von Namen? Die meisten dieser Clans gibt es gar nicht mehr. Ist das echt?
Darauf könnt ihr euren haarigen Arsch verwetten. Das stammt immerhin von einer Tafel in Carradines Festung. Dann sind sie wahr. Die Gerüchte über Carradines sogenannte Freiwillige. Erstaunlich. Ich würde gerne eine Kopie davon anfertigen. Die Halle der Bewahrung hat kaum Informationen über Carradine und seine Golems. Das ist ja gewaltig. Wächter, hoffentlich ist dieses Artefakt aus unseren Archiven als Belohnung ausreichend. Ich muss sofort die Halle der Bewahrer informieren. Ich kümmere mich darum. Gehört ihr zu der Schmiedin, die ständig hier ist? Aber selbstverständlich. Schon gut, schon gut. Ich heiße Orta, nach dem alten Haus Orton. Wir haben unseren Sitz zurück. Und es gibt Unterlagen darüber, welche Häuser dem Haus Orton noch Geld schulden. Eines Tages werde ich mich für eure Dienste angemessen bedanken können. Ich weiß nicht, ob es noch ein Vermögen gibt, aber was ich auch bekomme, ihr könnt so viel davon haben, wie ihr wollt. Ich muss jemanden finden, der danach sucht. Am besten eine ganze Expedition. Wenn es den Teig noch gibt, gibt es auch noch mehr. Das Haus Orton wird eure Güte nicht vergessen. Klang das nicht ganz offiziell? Beschäftigt euch etwas? Aktuelle Nachrichten! Lord Velen siegreich! Lord Caramond verhaftet! Ich erwarte euren Befehl. Ich könnte Dinge mit euch machen. Igitt, jetzt bedrängt es mich schon wieder. Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Ah, gebt mir einen Moment Zeit! Psst. Natürlich ist alles in Ordnung. Gebt mir nur einen verdammten klitzekleinen Moment.
im Stein. Dieser ganze Himmel da oben gibt mir das Gefühl, als würde ich von der Welt fallen. Schade. Es ist so ähnlich, wie wenn man betrunken ist. Nur viel billiger. Also lasst uns gehen, wir verschwenden... wie heißt das? Tageslicht. Seid ihr ja. Ich möchte mit euch sprechen. Ihr und ich, wir haben... Ihr wisst schon. Manchmal verbringt man etwas Zeit mit Leuten und... Ich dachte... Also, ich kenne ein paar Leute hier auf der Oberfläche. Eigentlich geht es um ein Mädchen, das ich in Orsama kannte, bevor ich fortgegangen bin, natürlich. Was? Ihr meint, ob wir es miteinander getan haben? Oh, nachdem Branka in die tiefen Wege gegangen ist. Ihr Name ist Filzi und sie hatte wirklich Feuer. Ich bin mir sicher, sie hat mir inzwischen verziehen. Ich dachte, ich könnte sie mal besuchen und sehen, wie es ihr ergangen ist. Wie auch immer, vor einem Jahr ist sie zur Oberfläche aufgebrochen und ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Ich wollte sie schon in der Taverne besuchen, als wir letztes Mal am Kelenhard See waren, aber sie war nicht bei der Arbeit. Angeblich war sie zu Hause bei ihrer kranken Mutter. Ich dachte, die Ahnen wollten mir damit etwas sagen, aber ich musste trotzdem weiter an sie denken. Ihr seid eine echte Freundin, Wächter. Ich werde an euch denken, wenn wir jemals... Nein, das wäre wirklich unschön. Also, was wolltet ihr sagen? Worüber genau? Oh, natürlich, ich komme klar. Ich meine, sie war ein echter Wirbelwind zwischen den Laken. Wenn auch ein bisschen weich im Kopf, versteht ihr? Das erklärt immerhin, warum sie gegangen ist. Ich schwöre beim Stein, dem Nächsten, der mich das fragt, meißle ich meinen Namen in den Arsch. Die Ahnen sollen mich holen. Ihr Leute hier heult wirklich wegen allem rum. Orsama hat nur die Besten geschickt, Wächter. Es ist lange her, seit die Armee der Zwerge das letzte Mal auf der Oberfläche... Bei Armeen, die in Eile ausgerüstet wurden, gibt es immer noch Raum für Verbesserungen. Am nützlichsten wären Edelsteine, vor allem mittlere wie Saphire und dergleichen. Da wir mit vielen kleineren Gießereien arbeiten, könnten größere Werte sie überfordern. Es ist gut, das sofort zu erledigen.
Ihr sorgt gut für eure Truppenwächter.